Hallo. Hupala. Und willkommen zurück zu Lens Island. Mein Gott, ich glaub's ja nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Schön, dass ihr da seid. Ja, es geht weiter mit Lens Island. Man mag es gar nicht glauben. Man hat wahrscheinlich schon gedacht, ach, da ist ja gar nichts. Wie nehme ich denn Sachen auf? Ja, Survival Game und so. Ihr wisst schon. Wie nehme ich denn Sachen auf? Ja, ich habe leider kein anderes gefunden. Forest wollte ich jetzt nicht unbedingt spielen, aber ja. Und es ist tatsächlich Lens Island geworden, weil ich finde es ein schönes Spiel. Es hat auf jeden Fall Potenzial, muss ich einfach sagen. Und deswegen, ich muss jetzt nur eben einmal kurz in die Steuerung reinkommen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Wie nehme ich denn Sachen auf, die am Boden liegen? Damit schlage ich zu. So, wenn ich klicke, dann geht er dahin. Lalalalalalalala. Aber wie nehme ich den Sachen auf? Tufa? Also, Lightfire, ja. Ja, ich muss selber erstmal ein bisschen gucken. Essen? Ich weiß gar nicht, ist das? Das ist, glaube ich, unser Stream. Oder beziehungsweise unser YouTube-Dings. Ich gehe mal eben kurz in die Settings. I'm stuck, nein. Grafikqualität, high, nehmen wir. Interact mit der linken Maustaste. Oder muss ich dran stehen? Blocken, Jump, Rollen. Edit-Modus, F. Ja. Okay. Ich gehe mal dahin. Muss ich da dran stehen? Ich kann es nicht. Wie nehme ich Sachen auf? Oh Gott. Nein. G? Nein. G ist Screenshot? Hä? Aber da steht doch Interact. Space Jump, Rolle mit Q? Ja. Es gibt übrigens jetzt Controller-Unterstützung. Was sehr Schönes. Hä? Wie nehme ich Sachen auf? Hilfe! Ich weiß nicht mehr, wie ich Sachen aufnehme. Wie bewege... Hupala. Hui! Wie, übrigens, wie drehe ich überhaupt die Kamera? Das ist auch mal ganz wichtig. Und wie... Items, Map, lalalala. Inventory ist Tab. Orbital, was? Orbit, Up, Down, Left, Right, WASD. Geht gar nicht. Orbital geht gar nicht, WASD. Tab, das funktioniert alles, aber irgendwie WASD funktioniert gar nicht. Warum auch immer. Kann ich nicht machen. Weil, warum? Kann ich mal eben... Warte mal, haben wir irgendwo eine Kiste? Habe ich eine Kiste gebaut? Na, geh mal bitte da rein. Ja, hier. Too far. So, ich würde mal gerne einmal die Gießkanne da ablegen. Hab ich da drin jetzt abgelegt oder nicht? Ja. So, die 5. Er legt die Axt aber auch nicht weg, ne? Toll. Wie nehme ich denn Sachen auf? Ich weiß nicht, wie ich Sachen aufnehme. Geht ja schon gut los. Nee, ich habe mir so gedacht, ach komm, wir spielen es mal. Weil ich finde es ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Komm, die Fackel kannst du ausmachen. Ich finde es echt niedlich. Wieso kann ich denn nicht drehen? Was ist denn hier los? Das wundert mich aber jetzt ein bisschen. W. S. A. D. Zoom ist Mausrad. Macht er übrigens auch nicht. Kontrollschema. WASD mache ich mal. Nein, nicht Screenshot-Modus. Was haben wir denn dann? Achso, bewegen. Interagieren. Jump. Rolle. Blocken. Okay. Und wie ist jetzt hier raus und reinzoomen? Auch WASD. Hä? Das... Ah ne, Edit, Screenshot Controls. Aber wie zoome ich denn raus und rein? Das muss doch irgendwie gehen.
Was? Building High? Ja. Weiß ich nicht. Was ist denn hier Building High? Wo haben wir es denn? Back, down? Hä? Ich lasse es erstmal. Hier ist es, glaube ich, auch gar nicht drin. Wenn ich es richtig sehe. Boat Control. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben. Fade Level Down Up. Huch. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Okay, mit WASD kann ich mich jetzt bewegen. Rolle mit Dings. Das ist alles ganz cool. Mit dem Mausrad kann ich quasi die Dings wechseln. Aber ich kann immer noch nicht raus und reinzoomen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich probiere mal alles aus. Ja, das ist alles ganz toll. Das ist Tab. E. W ist Laufen. T. Z. Ich weiß nicht, wie ich raus und reinzoome. Sag mal, bin ich jetzt... Schau auf PS. Nee, wollen wir nicht. Aber es muss doch irgendwie... Es ging doch irgendwie. Ich bin doch nicht doof, oder? Man konnte doch auch die Kamera drehen, oder nicht? Oder, ah nee, das ging, glaube ich, nur im Baumodus, ne? War das nicht so? Adjust Building High. Shift? Ist es Shift? Links Shift? Ich weiß nicht. Ich probiere es aus. Stimmt, ich glaube, das ging nur im Baumodus, ne? Ich glaube, man konnte nur im Baumodus, glaube ich, aber kann ich jetzt Sachen aufnehmen? Das ist jetzt mal wichtig zu wissen. Somit schlage ich zu. Wie use ich denn die Sachen? Also immer noch mit der linken Maustaste. Ach, ich muss einfach einsammeln. Oh, ich bin so doof. Okay, gut. So, wir survivalen also. Juhu. Ich würde sagen, wir müssen ja auch essen und trinken, ne? Haben wir, hat Flexi irgendwas in der, so, sorry, dass der so blöd angefangen hat. Ich muss jetzt mal reinkommen. Hat der Flexi irgendwas vorbereitet? Wahrscheinlich nicht, ne? Was haben wir denn hier? Raffinerie. Wir haben eine Werkbank zu Upgrade-Tools. Das ist ganz schön. Und wir haben hier... Okay. Wie kann ich... Jetzt muss ich trotzdem nochmal in die Einstellung gucken. Weil ich wissen muss, wie ich in den Baumodus komme. Edit-Modus mit F. So. Ah, da kann ich jetzt auch drehen. Ah, alles klar, genau. Linke Maustaste? Nein. Stone. Ah, okay, Upgrade. F ist abreißen, aber wie komme ich denn... Ah, hier sind die ganzen Sachen. Kiste. Da brauchen wir 10 Fasern und 25 Holz. Hatten wir nicht noch einen Wooden Pile? Haben wir den irgendwo nicht gebaut? Ja, hier. Ich würde mich mal bemühen, ein bisschen Holz zu hacken. Die Bäume würde ich, glaube ich, lassen, weil die so schön sind bei uns. Ich würde jetzt einfach mal... Wie ärgerlich. Ich muss die, glaube ich, einsammeln alle, ne? Genau so war das. So. Ach, ist das schön. Voll das gemütliche Spiel. Alter, diese Bienen, ne? Au, au, au. Ah, ah, ach, wie toll. Ich werde mal ein paar Beeren essen, weil wir gerade dabei sind. Kriegen wir auch wieder Leben. Genau, man muss im richtigen Moment drücken. So war das. Genau. Jetzt weiß ich wieder. So, ich werde das mal ein bisschen vorbereiten. Survivalen und so. So. Ist echt ein schönes Survival-Game. Gut, wir waren ja auch schon in der Höhle und alles, ne? Das haben wir auch schon gemacht. Und, oh, Wood full. Dann gehen wir mal Wood leeren. Unser Garten ist schon gewachsen, sehe ich gerade. Wir müssen ja auch gießen zwischendurch.
Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Gießkanne füllt. Plus. So, ich fülle mal auf. Ich weiß gar nicht, wie viel da maximal reingeht. Stonepile könnten wir eigentlich auch mal bauen, ne? Das könnten wir tatsächlich mal machen. Dazu brauchen wir 15 Holz und 40 Stein. Okay. Das können wir machen. Was ist das hier? Ist das Clay? Das ist doch bestimmt Clay, ne? Brauchen wir bestimmt auch. Das sieht aus wie Clay. Ah, die Musik, voll schön. Ich mag die Musik auch. Und wie gesagt, die Optik vom Spiel, die ist sehr schön. Hallo? Würdest du den Stein bitte einmal entfernen? Ach, den kann ich nicht abbauen, oder was? Also. Okay. Dann nehmen wir erstmal Holz mit. So, und da das ja immer noch Let's Try-Folgen sind, wie gesagt, was ich auch immer sage, ich weiß nicht, wann ich aufhöre zu spielen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weiterzuspielen. Nicht, weil ich jetzt kein anderes Survival-Game gefunden habe, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte, weil ich immer noch im Kopf hatte, eigentlich ist das ein richtig geiles Survival-Game. Und es ist es auch. Und ich wollte Forest nicht spielen, weil, wie gesagt, ich möchte mir das nicht vorwegnehmen, wenn ich mit der besseren Hälfte spiele. Da ist ja auch eine Story mit bei und so. Aber ich habe auch so kein anderes Survival-Game gefunden auf der Platte. Ich habe jetzt auch nicht so viele. Entschuldigung, dass ich einen Frosch im Hals habe. Aber ich muss sagen, mir macht das echt viel Spaß. Wood ist voll, ne? Wood ist schon wieder voll. Ich hoffe, wir können bald einen größeren Rucksack bauen. Was wollte ich gesagt haben? Und ich warte tatsächlich, ja, Entschuldigung, 100 können wir, glaube ich, immer mitnehmen. Und ich warte ja tatsächlich aktuell auf ein Survival-Game, was ja noch in der Mache ist, und zwar Nightingale. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Ich glaube, den können wir ab... Ja, das geht, glaube ich, ne? Ja. Sehr schön. Blub, 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 blub. So, nein, nicht kämpfen. So, Fasern müssen wir ja aussammeln. Stimmt ja, da war ja was. Kann ich die Fasern einfach so? Das geht auch sehr schön. Ah, ich hätte vielleicht in die andere Richtung hacken sollen. Das habe ich mir gedacht. Oh nein. Nein. Komme ich da hinten hin? Oh. Kann ich eigentlich schwimmen? La 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 la. La 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 la. So, wir brauchen noch Stein. So, 50 haben wir jetzt. Ah, die Musik, sehr schön. Ich bin gespannt, wo das noch alles hinführt hier. Ich habe die Roadmap übrigens gesehen für das Spiel. Und es kommt noch einiges, muss man wirklich sagen. Was ich sehr geil finde. Und da bin ich sehr gespannt. Worauf ich mich auch freue, ist das Erkunden. Wir haben ja eigentlich, im Prinzip haben wir noch gar nichts erkundet, bis auf eine Höhle, glaube ich. Der Rest war, glaube ich, einfach nur so frei nach Schnauze auf der ersten Insel. Wir haben ja das Dorf gesehen, was wir haben. Und ja. So, Stein. Ich guck mal, dass wir erstmal Stein finden, ein bisschen. So. Brauchen auch was zu essen, ist auch wichtig. Ich weiß nur gar nicht mehr. Wir könnten mal versuchen zu angeln. Wir haben ja die Angel, sehe ich gerade. Ich esse mal eben hier ein paar Beeren. Die bringen ja auch was. So, Hunger gestillt. Und ich fülle mal eben hier 250. Und das können wir auch noch hinzufügen. Sehr schön. So. Baue ich jetzt ein... Ich bin echt überlegen. Warte mal, ich nehme mal ein bisschen Holz raus.
Nehmen wir das mal mit wieder. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal ein Wooden Pile, ein Stone Pile, glaube ich, heißt es. So, wie drehe ich das jetzt nochmal? Mausrad ist rein und rauszoomen. Alt und Shift. Ah, Alt und Shift ist einfach frei bewegen, ja, sagst du? Nee. R ist rotieren. Ah, okay. Aber Alt und Shift funktioniert gar nicht. Okay, kann ich... So kann ich reinzoomen, ne? Nein, uah. Ich frage mich, wie ich... Ah, so geht das auch. Ja, so ist doch viel besser. Uah. So, warte. So kann man das ein bisschen besser sehen. Ich würde den hier irgendwo hinmachen. So, hier so. Ist, glaube ich, ganz geil. Dann können wir nämlich hier die Steine hinzufügen. Alle Steine, die wir haben, sehe ich gerade. Clay geht, glaube ich, auch. Sehr geil. Dann organisieren wir mal noch ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. In der Folge werden wir jetzt erstmal ganz gemütlich survivalen, wie es immer so ist. So. Wir müssen uns ja vorbereiten auf das, was da kommt. Wir wissen ja, in der Höhle waren ja ganz schöne Kreaturen. Und eine Arena, die wir, glaube ich, nicht geschafft haben, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, die Arena haben wir nicht geschafft gehabt. Die war, glaube ich, zu schwer für uns. Ich meine... Oh, Wood ist schon voll. Ich hacke aber trotzdem mal weiter. Die können wir ja weiter abhacken. Wir brauchen ja auch zum Bauen. Wir werden ja wahrscheinlich unsere Hütte noch weiter ausbauen müssen. Aua. So. Ich hacke weiter Holz. Ich sollte vielleicht nicht immer unterm Baum stehen. Genau, da war ja in der Höhle auf jeden Fall diese Arena, wo da die riesigen Kreaturen kamen. Das hat, ja. Das war ganz schön krass, muss ich sagen. So, wir können das Holz noch verarbeiten, was ich gerade gesehen habe, glaube ich zumindest. So, jetzt nehmen wir alles mit. Blub, blub. Blub, 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 blub. Und ich denke mir schon am Anfang so, ach, oh, ich muss da draufklicken, um es einzusammeln, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Hui. So, jetzt gleich full, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, 250 gehen maximal rein. 50 Stück kriegen wir noch. Und es wird voll, das Dingen. Man sieht das auch, dass es da voll wird. Das ist sehr schön. Haben wir noch irgendwo was? Oder haben wir jetzt alles eingesammelt? Ah, hier. So. Ich weiß gar nicht, ob die Fackel irgendwann ausgeht. Müssen wir mal gucken. Aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch die Reise hier zu erleben. Vor allen Dingen bin ich mal sehr gespannt, wie gesagt, was wir noch alles erleben werden, weil es steckt ja doch einiges drin, was ich gesehen habe. Man kann ja auch später ein Boot bauen. Man kann mit dem Boot auf Reisen gehen, was wir wahrscheinlich machen werden. So, das fülle ich auf. Dann haben wir hier noch 45. Ah, wir haben auf jeden Fall genug. Ich würde jetzt noch eine Runde machen. Sehr schön. So. Die Bäume wachsen ja, glaube ich, nach. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. So, ich habe nochmal gegessen. Man kann ja
kann ja, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, kann man schlafen? Ich weiß gar nicht, ob man schlafen kann. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert, oder? Liegt hier noch Holz? Ja. Liegt tatsächlich noch. Blum, 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 blum. Oh, das mit WASD ist so super. Das hätte ich mal vorher gemacht. Ging das vorher eigentlich? Ich glaube, das ging gar nicht, ne? So, oh, da ist noch Stein. Das nehmen wir auch mit. Na, wo schläfst du hin? So. Gut, dann haben wir das auch. So, sammeln wir alles ein. Lalala, woodful. Aber wir können Stone noch mitnehmen. Und wir ackern und arbeiten die ganze Nacht. So. Ah, und ich mag die Musik. Die ist so schön beruhigend. So. Packen wir alles rein. So, dann natürlich in den Stein packen wir auch noch ein bisschen was rein. Das war's. Oh, hiervon haben wir noch 11. 10. 24, 1. Hä? Mehr kann ich hier nicht reinpacken? Weil, warum? Okay. Wir haben... Okay. Naja, gucken wir mal. Wir werden schon... Wir werden das schon alles irgendwie meistern. So. Blub, 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 blub. So, 92. Dürfte reichen. Na, was machst du da?